So, willkommen liebe Leute bei einer neuen Führungsrunde. Wahrscheinlich wird es ein Mehrteiler. Überbegriff wird sein Mutationen, Kreationen. Und ich möchte mir mit euch hauptsächlich, wir werden wahrscheinlich auch nebenbei, wird wieder irgendeine Grünzeige einhupfen, wo ich was dazu sage. Aber hauptsächlich geht es mir darum, ich möchte mir mit euch ein paar verschiedene Baumarten anschauen, die was bei uns häufig als Mutation oder eben als Kreation seht. Mutation ist was Natürliches, was es kann sein, dass Experiment der Natur entsteht. Das heißt, der Baum, der was im Wuchs oder Farbe komplett anders aufgebaut ist, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und mit Kreationen meine Sorten. Also Sorte ist was, wo der Mensch gezielt durch Züchtung, Weiterentwicklung von einer Mutation zum Teil betrieben hat, beziehungsweise meine mit Kreationen auch, dass man oft durch Schnitttechniken gewisse Baumformen erzeugen und erzwingen. Ich möchte da anfangen, weil für mich eigentlich erst vor kurzem entdeckt, dass die da steht und es ist da gerade Nachmittag, Abend, das ist ein Schulgebäude und die Kinder, die sind schon aus der Schule raus. Das heißt, wir haben da zumindest jetzt keine Kinder, die was da umeinander stolpern und stürmen und zeitgleich in dieser Runde verzeiht, es wird relativ viel Lärm dabei sein, weil viele dieser Mutationen und Kreationen haben wir uns in die Nähe geholt oder bei uns in Parks gesetzt und das Tolle daran ist, ich werde solche Sachen auch immer wieder selbst entdecken. Schauen wir sich da gleich einmal diese Hänge Buche an, also Hängebirke, werden wir auch noch sehen in dieser Runde. Nur Hängebirke ist eine eigene Birkenart, die was von der Arttypischkeit her hängt. Die Hängebuche ist tatsächlich eine ganz Besonderheit, ist grundsätzlich einmal natürlich entstandene Mutation oder Form von der Buche, nur dass diese Mutationsform nicht zwingend in den Früchten weitergegeben wird. Oft ist es ja eben so, wenn einmal eine Mutation entstanden ist, dann sind auch die Nachkommen dieser Mutation, weisen wieder diese Mutation auf. Also wir werden später noch Spitzahorn sehen mit rotem Laub und bei dem ist dann so, wenn der Früchte bildet und auswirft, dann werden auch wieder Spitzahorne mit rotem Laub daraus erwachsen. Da wäre es jetzt eben so, wenn der Früchte abwirft und die Früchte werden vertragen, dass nicht dann auf einmal irgendwo im Wald eine Trauerbuche wächst, sondern wahrscheinlich eine ganz normale. Das heißt, es ist zwar in diesem genetischen Material des Baumes diese Wuchsanleitung enthalten, wenn aber neue Samen gebildet werden, dann ist diese Wuchsanleitung wieder nicht mehr enthalten. Finde ich voll interessant. Wie geht es jetzt, dass wir dann trotzdem im Fachhandel solche Bäume kaufen können? Das funktioniert eben mit Veredelung. Das heißt, es wird eine junge, normale Buche hergenommen und auf den Stamm dieser jungen, normalen Buche werden Triebe, also Zweige von dieser bestehenden Trauerbuche aufgepfropft, also aufgesetzt mit dem Normstämmchen verschmolzen sozusagen. Das Normbuchenstämmchen ernährt dann diese Trauerformzweige und es wächst in der Trauerform weiter. Voll interessant, wie ich finde. Ja, voll super. Also da jetzt praktisch nur der Beweis, das ist tatsächlich einfach nur eine Rotbuche. Ich tue uns da eine Stufe rein. Ihr seht, es ist auch erst frisch ausgetrieben. Da sind nur die Härchen, was so typisch ist für ein junges Rotbuchenlaub. Und so schaut das aus. Schauen wir sich auch das von unten an, ein toller, typischer Buchenstamm. Und oben geht es aber dann so los, dass sie sich auf einmal ab einer gewissen Höhe nicht mehr in Steiläste weiter verzweigt, sondern dass da so richtig lange Äste runterhängen. Ihr seht das, das schaut fast aus wie bei der Hängebirke. Ich kann euch das da mal wackeln, schaut, also wie lange das, das raufgeht. Eine tolle Wuchsform von einer Rotbuche. Gut, das soll der Start in diese Runde sein. Bin mir sicher,
es hupft uns da einiges rein. Ich bin mir auch sicher, dass ich mich bei manchen Sachen wiederholen werde. Verzeiht es, aber ihr sagt ja immer wieder, Wiederholung schadet nicht, weil oft hat man eh nicht gleich alles aufs erste Mal mitgehört oder verstanden. Gut, ihr dürft sitzen bleiben und ich beam uns weiter. So ein Stück weiter gewandert und wir bleiben bei der Buche und leider kann meine Kamera das ja nicht wirklich, aber schaut mal, vielleicht sieht man das sogar, diese riesengroße Baum dort ist eine Buche und das ist nicht nur eine Buche, sondern das ist eine sogenannte Blutbuche. Aber wir haben das Glück, dass wir jetzt nicht irgendwie mit meinem mäßig guten Zoom von weit weg irgend sowas betrachten müssen. Wir haben da noch ein jüngeres Exemplar und da sieht man jetzt voll schön diese Rotfärbung. Da dürft ihr euch jetzt nicht wundern, da ist, was ist das, ein Bergahorn steht da drinnen, also das Grüne ist ein Bergahorn. Aber das, was da so schön rot leicht, ist eben eine Blutbuche. Die Blutbuche ist eine Mutation eben auch von der Rotbuche, bei der fehlt einfach das Enzym, das was dazu anwesend ist. Normalerweise, ich schaue jetzt gerade, ja, habe ich das Glück, da haben wir das Glück, Schatz. Also da ist ein junger Bergahorn. Und bei diesem Bergahorn sieht man das jetzt sogar noch bei jungen Blättern. Ihr werdet das gerade, die Nuss treibt jetzt auch noch aus. Da sieht man es gut. Wir haben eh das miteinander schon ein bisschen betrachtet, dass bei jungen Pflanzenteilen ganz oft also eine Rotfärbung zum Sehen ist. Und dieses Rot sind eben Anthocyane, die dienen einfach dazu, jüngstes und junges Blatt vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Und in der Regel wird dieses Anthocyan dann abgebaut und darunter kommt das Grün zum Vorschein. Also das Grün, das kommt ja vom Chlorophyll, das ist schon immer da, weil das Chlorophyll ist ja benötigt für die Photosynthese, wird aber vom Anthocyan überlagert, in der Epidermis, also in der Hautschicht ist dieses Anthocyan drinnen, drum kann das Grün nicht durchleuchten. Und wir sehen dann eben rote Blätter, obwohl es drunter ja grün sind. Bei der Blutbuche, was eine Original-Rotbuche ist, also das ist jetzt nicht irgendwie eine andere Art von der Buche oder so, ist einfach eine Rotbuche, wo dieses Enzym fehlt, das was diesen Abbau der Anthocyanen bei jungen Blättern verursacht. Gleich dazu gesagt, das wird nur im Frühling so stark betrachten können bei der Rotbuche in Blutversion, weil das grünt nach und nach übers Jahr hin immer mehr nach und im Herbst kann man schon fast keine Rotfärbung mehr erkennen. Jetzt muss man auch nur dazu sagen, schaut einmal, wenn ich euch da jetzt drauf filme, da ist das Ganze wirklich fettrot. Das sind die Sonnenblätter. Also auf der Oberseite, Außenseite, die Sonnenblätter, die sind viel roter wie da die Schattenblätter. Was ist der Unterschied? Sonnenblätter sind in der Regel kleiner und dicker wie Schattenblätter. Hat einfach damit zu tun, sie müssen mehr aushalten, also sie sind einer härteren Strahlung ausgesetzt, haben in der Regel auch mehr Sonnenlichtverarbeitungseinheiten einbaut, also Chloroplasten, und werden dadurch eben dicker. Die Schattenblätter, die müssen einfach größer sein, weil es flächenmäßig mehr Fläche brauchen, dass Sonnenlicht gut verwertet werden kann. Könnt ihr euch eh vorstellen. Wenn man prall in der Sonne ist, kann man mit weniger Fläche genauso viel Energie erzeugen. Wenn man dann im Schatten ist, braucht man einfach eine größere Fläche, dass man eben zu seinem Energiehaushalt kommt, der was erzeugt werden soll. Und die Schattenblätter sind von Anfang an weniger rot gefärbt wie die Sonnenblätter. Im Herbst dann wird man diesen Unterschied fast nicht mehr erkennen. Dann ist diese ganze Blutbuche ziemlich, ja, sie ist nicht ganz so grün wie die Normbuche, aber schon grün. Bei der Blutbuche
Buche. Tollerweise weiß man sogar, das 1690 irgendwo in der Gegend von Thüringen ist die erste Blutbuche, die was die Mutterbuche für so gut wie alle Blutbuchen ist, die was wir heute kennen. Ist natürlich nicht alle Blutbuchen stammen jetzt direkt von dieser einen Mutterbuche ab, aber die Geschichte der Blutbuchen ist bei dieser Mutterbuche losgegangen, weil bei dieser Mutation der Blutbuche ist es tatsächlich auch so, dass die Nachkommen einer Blutbuche auch aus Blutbuchen wachsen können. Kein Muss, aber es kann aus einem Blutbuchensamen auch tatsächlich hinten noch wieder eine Blutbuche auskeimen. So kommt es zumindest bei mir auch, dass ich manchmal, ganz selten, aber doch junge Blutbuchen oder Blutbuchen auch im Wald finde, wo es ganz klar ist, dass es niemand hingesetzt hat. Voll interessant, wie ich finde, eine super Sache. Und wir schauen weiter, das muss ich euch jetzt erzählen, weil da weiß ich, dass ich jetzt mit euch bei der Tour nicht hinkomme. Wenn wir schon bei der Buche sind mit ihren Mutationen. Noch einmal von der Rotbuche gibt es die Mutation, die was wir Steinbuche nennen. In der Regel hat die Buche ja eine glatte Rinde, haben wir schon mal miteinander haben wir sie angeschaut, ein paar Rindenschichten und wie, was da alles gibt und wie das entsteht. Und bei der Rotbuche ist es einfach so, dass das in der Regel ganz glatt ist und nicht wirklich zu einer Borke aufbricht. Aber die Steinbuche ist genauso wie die Rotbuche, kann Mutation haben, wo tatsächlich die Borke nicht so schön glatt ist, sondern auch netzartig aufbricht. Also auch diese Mutation gibt es noch bei der Rotbuche. Ja, super Sache. Schauen wir dort leicht eben nochmal diese riesengroße Rotbuche nach durch. Wirklich ein gewaltiges Ding. Und wir schauen jetzt weiter. Ich denke mal, ich möchte mal mit euch ein bisschen die Spitzahorn-Geschichten als nächstes anschauen. Ja, super Sache. Ihr dürft noch mal sitzen bleiben. Ich beam uns wieder weiter. Oh, nein, ist nicht Spitzahorn richtig erkannt, sondern es ist Kastanie. Aber wenn wir schon da sind, mag ich mir mit euch das auch noch kurz anschauen. Wir haben da Kastanie, nämlich die gewöhnliche Rosskastanie. Und nebenbei, beziehungsweise auch gegenüber, gibt es komischerweise jetzt eine Kastanie. Da sind die Blüten so komisch rot. Ich muss die Geschichte, ich werde es wieder erzählen, weil ich es einfach fantastisch finde, wie das mit unserem Geist und mit Kommunikation und mit Wissen abspeichern funktioniert. Besonders, was man nicht alles oft einmal unüberprüft abspeichern und dann vielleicht als wahr behalten und weitererzählen. Wir sind einmal, meine Haseline, also meine Frau und ich, sind einmal spazieren gegangen. Und meine Frau hat mir erzählt, ja, eine Freundin hat ihr erzählt, dass die Roten sind die Frauen und die Weißen sind die Männer. Und ja, so ist es eben nicht wirklich, weil wir haben da, das ist eben die gewöhnliche Rosskastanie und das, was da so rosa, rot oder rötlich eben ist, ist die fleischrote Rosskastanie. Und die fleischrote Rosskastanie ist eine Mischung aus gewöhnlicher Rosskastanie, also der weißblühenden, die was wir da sehen, und der roten Rosskastanie, die was in Amerika daheim ist, die was ich bei uns da zum Beispiel nirgends habe. Also das stimmt eben nicht, es ist nicht so, dass das Frauen und Männer getrennt sind, weil wenn man sich die Blüten von den Kastanien anschaut, ist es so, dass es mehrere Blüten auf einem Blütenstand gibt. Es gibt eher oft unten rein männliche Blüten, wo überhaupt keine Frauen zum Segen sind. Dann gibt es auch zwittrige Blüten, das was wir da jetzt hauptsächlich haben. Schaut einmal,
Da, das sind die zwittrigen Blüten, also habe ich jetzt Blödsinn gesagt, also an der Spitze sind meistens die männlichen, also mit unten falsch gesagt, also oben Spitze meistens rein männliche Blüten, seht ihr das? Also da nur Staubbeutel, da schaut keine Dame raus, auch da nur Staubbeutel. Und unten haben wir dann in der Regel zwittrige Blüten, da seht ihr eben die Damenblüte, seht ihr das? Wenn ihr euch dann mal den Fruchtstand anschaut, wenn es so weit ist, ist eh klar. Ich meine, schaut, wenn das alles Kastanien werden würden, diese runden Kugeln mit den Stacheln drauf, ich meine, wie soll jetzt denn das ausgehen, dass das da tragen mag. Aber ebenso ist das aufgebaut, da unten die Damen. Und auch wieder interessant, es gibt da tatsächlich Saftmale. Gelb bedeutet, da ist noch was zum Holen, also da ist noch keine Bestäubung, da gibt es noch für die Bienen und alles, was vorbeikommt, da Pollen und Nektar zum Holen. Und wo schon Bestäubung passiert ist, ist das Ganze auf Rot umgestellt. Also praktisch, ja, da stopp, da braucht es nicht mehr vorbeikommen. Nehmt euch ja Energie und Kraft für diese mit Gelb, wo noch was zum Holen ist, wo aber auch noch was zum Tun ist, wo noch Bestäubung passieren soll. Also auch voll interessant, wie ich finde. Und diese Saftmale findet man auch, wenn wir genau schauen, wieder bei der fleischroten Rostkastanie, nur dass das Ganze da eben ein bisschen untergeht, weil seht ihr, also da die ist schon rot und da wirkt es halt dann wirklich tiefrot und da ist das Ganze noch mit dem gelben Saftmal, also da ist noch was zum Holen, da ist noch Bestäubungsarbeit zum Leisten. Ihr werdet das Ganze, mit Knospen fange ich jetzt nicht an, es ging auch mit Knospen, dass man es schon unterscheidet. Aber die Früchte von der fleischroten Rostkastanie sind ohne Stacheln. Also ihr könnt euch eh vorstellen, die Kastanienfrüchte von der gewöhnlichen Rostkastanie sind ja eben solche grünen Kugeln mit Stacheln dran. Und das wäre eben die typische Rostkastanienfrucht. Und von der fleischroten Rostkastanie, die sind stachellos. Aber drinnen ist dann genauso eine Kastanie, wie es bei der fleischroten Rostkastanie, bei der gewöhnlichen Rostkastanie ist. Und für uns eben nichts zum Essen, also weder Blätter noch Blüten, keine Speisepflanze. Aus den Kastanien selbst, die Survivaler werden jetzt sagen, ja, kann man schon, wenn man es ein paar Mal auskocht und was gut was, dann kann man es auch irgendwie essen. Ja, vielleicht, macht aber keinen Sinn. Aber Seife zum Beispiel kann man, wenn man mal spielen mag, weil ganz viel Saponine drinnen sind in die Früchte, kann man sich so eine Survival-Seife draus kochen, wenn man das möchte. Ich bin froh, brauche ich nicht, wasche mich gar nicht so oft. ja, passt. Gut, das ist mir jetzt noch eingefallen, wenn ich schon da bin. Und jetzt schauen wir wieder weiter und schauen sie das mit dem Spitzahorn an. Aber wisst ihr was? Nachdem das jetzt wahrscheinlich schon wieder lang ist, obwohl wir noch gar nicht wirklich angefangen haben, lassen wir es gut sein. Wir sehen sie beim nächsten Teil da mit Spitzahorn, seine Mutationen und Kreationen und dann auch noch ein bisschen Säulenförmiges, weil das ist auch interessant. Gut, wir sehen sie beim nächsten Mal.